Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Boxing School. Im letzten Part mussten wir ja Paluten besiegen, um in die höhere Liga aufzusteigen. Und das haben wir tatsächlich auch geschafft. Und wir sind jetzt in der Weltliga und können in dieser Liga wahrscheinlich Weltmeister werden. Der ist aktuell Iceman. Ist ein komischer Name, finde ich, für einen Boxer. Aber Iceman ist aktuell der Beste. Ja, Paluten ist halt schon 45. Und ich habe gehört, dass Paluten in Rente geht, wenn er 45 ist. Aber er ist jetzt schon 45 und er geht einfach nicht in Rente. Was ganz komisch ist, finde ich. Aber ich kann ihn noch ein bisschen trainieren, ich kann noch ein bisschen mehr Speed geben und so. Ich meine, warum nicht? Weil er kann theoretisch nochmal seinen Titel verteidigen. Ich dachte, das lasse ich, aber komm, ganz ehrlich, komm. Soll er nochmal seinen Titel verteidigen? Gegen wen muss er kämpfen? Gegen den Top 3 Contender? Ja, komm. Ganz ehrlich, warum nicht? Warum soll er eigentlich nicht die Chance haben, seinen Titel mal zu verteidigen? Warum eigentlich nicht? So, der Bardo wird ein bisschen stärker und Detox ist schon fast ausgelevelt, der ist schon überall fast am Maximum, soll der einfach nochmal Gewichte tragen. Detox ist jetzt in der Liga aufgestiegen, er ist jetzt in der zweiten Liga, aber um zu zeigen, wie lächerlich das ist, der Gegner hat 180 Leben, mal gucken, wie schnell das weggeht. Ich zähle bis 3 und 21, 22, da, nicht mal 3 Sekunden und der Gegner liegt. Ja, natürlich gewonnen, natürlich haben wir den Kampf gewonnen. Unser Fokus in dieser Folge liegt aber nicht auf Paluten. Ich will ihn nur einmal gönnen, dass er seinen Titel verteidigen kann. Der Fokus liegt eigentlich auf Jaden Bardor. Denn Jaden Bardor ist ja in der höchsten Liga. Und er ist aktuell unranked. Er muss noch einen kleinen Kampf machen. Und dann kann er sich einen Rang holen. Dann ist er, glaube ich, in der Top 50. Dann muss er nochmal gewinnen. Ist er, glaube ich, Top 30. Nochmal gewinnen, Top 10. So, gegen Earthquake. Okay. Paluten, mach mich stolz. Mach mich stolz. Verteidige den Titel. Sei ein guter Opa. Ja, ich würde sagen, haben wir eine gute Chance. Wir machen es mal so. Ja, doch, ich glaube, den schaffen wir locker. Ganz ehrlich, wir machen 42 Schaden mit jedem Treffer. Ich glaube, den schaffen wir locker. Der kann Paluten locker den Titel verteidigen. Zack, ist gestunt. Kommt nochmal Magen. Zack, nochmal. Kommt nochmal Magen. Nochmal Magen. Der hat keine Ausdauer mehr. Oder Uppercut. Ja, okay. Er hat keine Ausdauer mehr. Und jetzt schön nochmal gegen Kopf ein bisschen Schaden machen. Pam, nochmal. Komm, Paluten, komm. Pam. Und er liegt. Ja. Gut. Auch im hohen Alter kann er immer noch schön zeigen, dass er der Champ ist. Also jetzt muss Bardo hier einen kleinen Kampf machen. Ob er den wohl gewinnen? Oh, der Gegner hat 440 Leben. Ich wollte jetzt zum Spaß sagen, ob er den wohl gewinnen wird, aber es ist knapper, als ich dachte. 440 Leben könnte ein bisschen dauern, bis das weggenudelt wird, ehrlich gesagt. Also vielleicht, ja, okay, na, okay, sorry. Sorry, dass ich das gesagt habe. War eine komplette Lüge. Wie lange hat es gedauert? 5 Sekunden? Das war eine Lüge. Ups, sorry. Das war nicht so gewollt. Wieso ist der Speedboxer so heftig overpowered? So, und jetzt hat er seine erste Möglichkeit, gegen einen richtigen Gegner zu kämpfen. Gegen den Nummer 1 Anwärter auf den Titel. Okay, in 4 Tagen. Das ist ein krasserer Kampf, als ich dachte. Da hat, boah, der hat auch 200% Hype, der Kampf. Aber ich glaube, wirklich, wir haben eben den Gegner so locker auf die Matte gestreckt. Ich glaube, Jaden Bardor schafft es locker. Der macht gut Schaden, der ist schnell. Oh, Moment, so, Schaden ist schon auf Max, muss er gar nicht mehr trainieren. Also wenn der Kampf jetzt auch wieder easy wird, dann falle ich, glaube ich, ein bisschen vom Glauben ab, weil dann trainiere ich gar nicht mehr. Ich weiß, die werden ein bisschen schlechter, wenn man nicht trainiert, aber ganz ehrlich, wenn wir jetzt wieder so locker gewinnen, das ist die höchste Liga und das ist der Top 1 Anwärter auf den Titel. Also wenn der Kampf jetzt auch wieder super leicht wird, dann wird ja jeder Kampf im Spiel leicht, ganz ehrlich. Gut, es ist schon mal ein richtiger Boxring. Es sieht nach vielen Zuschauern aus. Jaden Bardor gegen Wylan Asteroid. Okay, ja, oh, sieht schon nach einem richtig coolen Boxkampf aus. Hm, wie sind denn seine Werte? Der hat viel Stamina, der hat viel Leben, der hat viel Speed, der hat, ja, aber halt nicht genug. Das ist das Ding, er hat nicht genug, deswegen wird er wieder innerhalb von 5 Sekunden liegen, egal was er macht, ganz ehrlich. Zack, 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 ja. Er ist aufgestanden bei 9, die Runde ist vorbei, aber komm. Hilft ihm halt auch nicht weiter. 3, 2, 1 und gute Nacht. Das war's. Also viel häufiger kann er, glaube ich, nicht aufstehen. Ja. Es ist zu leicht. Wir sind einfach zu gut. Knockout. So, wo sind wir jetzt? Top 300 sind wir erst. Ach Spiel, wie viele Kämpfe soll ich denn machen? Ich habe gerade den Nummer 1 Anwärter besiegt und bin nur in der Top 300. Wo macht das denn bitte Sinn? Was inzwischen echt nervt, ist das Training.
Das Training hat am Anfang so 10, 15 Sekunden gedauert. Aber ich mach mal Trash-Talk gegen die Gegner. Ja, warum nicht? Das Training hat am Anfang so 10, 15 Sekunden gedauert. Und wenn ich die jetzt trainieren lasse, dauert es einfach 1000 Jahre, weil die so viel Stamina haben und einfach ewig trainieren. Es ist wirklich. Die müssen ja nicht mal trainieren. Also von den Werten, da könnten die, glaube ich, jetzt schon jeden besiegen. Die müssen nicht trainieren. Und deswegen, es dauert wirklich ewig. So, so, so ewig. So, komm, geh sogar nach Hause. Ist doch egal. Komm, geh auch nach Hause. Es ist doch egal, ob ihr trainiert oder nicht. Ihr besiegt trotzdem die Gegner. Paluten kann von mir aus trainieren. Der ist alt. Der darf machen, was er will. Aber generell ist es so egal. Ich kann jetzt, glaube ich, bis zum Ende des Spiels nicht mehr trainieren und will trotzdem jeden besiegen. Das wird ja spannend, ob wir eine Chance haben. Der Gegner hat 300 Leben. Das ist ja ganz schön viel. 3, 2, 1, 0. Knockout. Es ist halt ein Witz. Wir sind viel zu overpowered. Ey, ganz ehrlich, vielleicht werden wir heute ja gar nicht Weltmeister. Ich muss mir nicht immer so große Ziele setzen, weil es ist noch eine Menge zu schaffen eigentlich. Okay, dann werde ich mir jetzt ein neues Ziel machen. Weil ich meine, ganz ehrlich, Top 300, das dauert noch locker 2 Stunden, bis er Champion ist. Ich würde sagen, heute gucken wir, dass Bardor oder Detox zum perfekten Boxer werden. Und dann beenden wir das am Dienstag. Weil ich. Ganz ehrlich, ich habe jetzt hier nicht 4 Stunden Zeit. Es sei denn natürlich, Bardo ist nach seinem nächsten Kampf in der Top 10. Dann würde ich sagen, ah, easy, alles kein Problem, cool. Aber ich bezweifle, dass der in der Top 10 sein wird nach dem nächsten Kampf. Und wer auch immer in die Kommentare geschrieben hat, dass Paluten ab 45 in Rente geht, ja, Lügner. Ganz ehrlich, Lügner. Danke, danke. Und wegen solchen Dingen hat man als YouTuber halt ganz oft die Haltung, ah, okay, das von den Kommentaren steht, ist meist immer Bullshit. Das ist halt immer Schwachsinn, was da steht. Deswegen, auch wenn Zuschauer in den Kommentaren die Wahrheit sagen, nimmt man das manchmal nicht für voll, weil man halt einfach, keine Ahnung, von 10 Kommentaren mit Tipps sind 8 gelogen und 2 enthalten die Wahrheit. Ey, wisst ihr was? Doch, komm, wisst ihr was? Paluten steigt auch auf eine höhere Liga. Der hat es nämlich auch verdient. Wenn es kein Alterslimit gibt, darf Paluten so lange boxen, wie er will. Ist mir wirklich egal. Er darf zeigen, was er drauf hat. Warum nicht? Warum darf Paluten nicht auch gegen Top-Gegner kämpfen? Ich würde nicht sagen, dass wir chancenlos sind. Doch. Okay, das war keine gute Idee aufzusteigen. Paluten ist direkt genockoutet worden. Paluten geht mit 45 in Rente. Nein, geht der nicht. Der macht weiter. Auch wenn er jetzt nur jeden Kampf verliert, er macht weiter. Paluten ist kein Aufgeber. Das betrifft übrigens nicht nur mich. Andere YouTuber lesen wahrscheinlich auch gar keine Kommentare mehr für Tipps, weil da halt ganz oft auch einfach Lügen drinstehen. Und ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch schon so viele Dinge in den Kommentaren gelesen, die einfach nicht stimmen. Deswegen ist man da einfach ein bisschen salty. Kann man eigentlich einen Boxer haben, der gut genug ist in der Defensive, dass er jeden Schlag blocken kann? Weil es gibt ja auch die Skillung vom Boxer, der einfach defensiv ist. Hätte der vielleicht eine Chance gegen den Speedboxer? Dass er einfach dann wirklich jeden Schlag blockt und dann einmal stark zuschlägt? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, Bardo, der ist wieder eine Möglichkeit, gegen jemanden zu kämpfen. Und zwar den Nummer 4 Contender. Ja, gibt kaum Geld. Also ich bewerbe das jetzt nicht. Ich mache hier so ein bisschen kostenlos. Aber es gibt mir nicht so viel Kohle. Ja, den besiegen wir halt auch locker. Das ist ja nicht das Problem. Ich will nur wissen, wo ich bin. Wenn ich in der Top 100 bin danach, dann ist das noch ein langer Weg. Weil nach Top 100 kommt der Top 30, Top 10, Nummer 1 Anwärter auf den Titelkampf. Und das dauert halt doch richtig lange bis dahin. Das habe ich komplett unterschätzt, ohne Witz. Deswegen, in dieser Folge geht es darum, den perfekten Boxring zu kriegen, der bei jedem Wert auf dem Maximum ist. Punch und let's go. Pam. Und er liegt. Okay. Also Paluten kann tatsächlich Kämpfe gewinnen in der höchsten Liga. Der war wahrscheinlich einfach ein bisschen unlucky. Aber er kann in der höchsten Liga Kämpfe gewinnen. Okay. Zeit für Bardor höher zu kommen als Top 300. Das wird halt auch ein easy Kampf, Mann. Das sieht schon cool aus hier, der Boxring. Sieht schon cool aus auf jeden Fall. Aber ich glaube, es wird nicht die große Herausforderung. Der Gegner hat 69 Stamina, 22 Speed. Easy. Ja. Easy, easy, easy. Dann machen wir nochmal so einen Maschinenpistolenangriff und er liegt komplett. Ja. Gute Nacht. Sind wir jetzt höher als in der Top 300? Top 100 finde ich lame. Top 30 würde ich akzeptieren. Aber Top. Oh, Moment! Lernen wir schon eine neue Fähigkeit? Oder auf Level 15 erst? Ah, okay. Zack. Auf Level 15 lernen wir dann die Superfähigkeit. Und zwar Fury. 8 schnelle Schläge nacheinander. Hört sich ganz geil an eigentlich. Habe ich schon Bock. Und wir sind in der Top 100. Yay, das dauert also noch alles. Aber ist ja auch nicht schlecht. Haben wir ein bisschen Content für die nächste Folge.
oder den Stream, je nachdem, was es wird. Und dann kann Detox ja auch noch vorankommen. Ja, das wird gut. Das wird gut. Ja. Ja, ja, ja. Detox ist, meine ich, auch schon Level 11 ist erst. Okay, der braucht noch ein bisschen. Ich würde sagen, es ist so gut. Wenn ich klatsche, haben wir gewonnen. Achtung. 3, 2, 1 und. Gewonnen. Hat jetzt nicht noch bis Runde 4 gedauert. Das ging direkt mit einem Klatsch. Mit ein bisschen Klatschmagie. Haben wir richtig easy noch einen Sieg rausgeholt für Paluten. Easy. Kein Problem war das. So, jetzt noch eine Möglichkeit für irgendeinen Kampf. Gegen den Nummer 4 Anwärter. Klar, machen wir. Machen wir. Paluten ist alt. Alter, Paluten ist so richtig alt. Der ist fast 47. Und der musste gegen irgendwelche Teenager kämpfen. Noch heute der Tag und morgen. Und dann ist Bardur auf den höchsten Wert, den ein Boxer hier sein kann. Der wird provoziert. Ja, komm, sag einfach, haust ihn um. Du haust ihn um, Paluten. So, geh aufs Laufband. Du mach Gewichte, wobei es ist im Grunde egal. Ist im Grunde nur Beschäftigung. So, komm. Komm, genug. Genug. Okay. Und durch den Trainer und durch eine Nacht schlafen müssten wir jetzt bei 400 Leben sein, was Bardur zum perfekten Boxer macht. Und er ist bei 400. Er ist perfekt. Er hat jeden Wert so hoch, wie er nur sein kann. Er ist der perfekte Boxer. Gut, aber ich hoffe, dass Paluten eine Chance hat. Das ist nämlich jetzt wirklich... Ey, das wäre ja so lustig, wenn Paluten jetzt auch noch aufsteigen könnte. Also den Titel holt er hier auf keinen Fall. So gut ist er nicht. Aber man sehen wir ja, sie schlägt in der höchsten Liga. Mit 46 Jahren, obwohl er mit 45 eigentlich in Rente gehen sollte. Okay. Mal sehen, wie gut der Gegner ist. Der Gegner ist dieselbe... Oh, das sieht nicht gut aus. Der Gegner ist derselbe Typ wie wir vom Boxer. Aber er hat mehr Stamina, er hat mehr Leben, er hat mehr Speed, aber er macht genauso viel Schaden. Da kann die Taktik vielleicht uns zum Sieg helfen, vielleicht ausgeglichen. Müssen wir auch auf den Körper gehen ordentlich. Ich weiß es nicht. Vielleicht hilft das ja, die richtige Taktik. Ich habe keine Ahnung. Komm, du musst mal einen Körper treffen. Körpertreffer. Paluten, du musst... Oh, was machst du denn? Huh? Was machst du denn, Paluten? Der war dir in jeder Kategorie überlegen und du hast ihn trotzdem in der ersten Runde K.O. gehauen. Was zum Teufel macht ein Paluten? Der hatte null Chance eigentlich. Hä? Was zum Teufel? Da würde ich aber sagen, Leute, machen wir im nächsten Part weiter. Dann keine Ahnung, was wir machen. Also wenn Paluten so Gegner dominiert, dann können Paluten auch noch in die Top 10 kommen. Wie krass wäre das denn, wenn alle meine drei Boxer in der Top 10 sind? Das wäre richtig nice. Gut, dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.